runterlaufen. Wir müssen runterlaufen. Sag Odin, es tut mir leid, dass ich alles verbockt habe. Können Sie können sich selbst bei ihm entschuldigen. Wir sollten auf jeden Fall noch mal ein kleines Medikament nehmen. Ich hole sie heraus. Ist halt ein bisschen schade, was so fehlt. Ja, leider nicht. Dass man die Items, die da liegen, direkt benutzen könnte, wenn man das wollte. Aber wir nehmen mal so eins nochmal. Das benutzen wir mal kurz, dass wir auf jeden Fall full life sind, wenn sie da unten auf uns wartet. Hey, jetzt ist viel heller. Ich sehe da gleich die Tür und so. Okay, ich weiß nicht, ob wir uns hier vorher umsehen sollten. Denn es geht ja dann gleich los. Viel sehen können wir nicht. Wahrscheinlich ist das sowieso so, dass man hier nichts machen kann. Okay, also wir dürfen... Wo ist sie? Warte. Oh mein Gott. Wie sollen wir denn diesen Sachen ausweichen? Was soll das? Warte. Heile dich bitte. Heile dich schneller. Das hat funktioniert. Nach hinten ausweichen scheint besser zu klappen. Oh, da hätten wir wahrscheinlich auch besser ausweichen sollen. Okay. Mutti, es geht so nicht. Okay, wenn wir im richtigen Moment... Oh Gott, im richtigen Moment ausweichen, so viel dazu. Dann scheint es aber besser zu... Kann ich das bitte verwenden? What? Ich kann mich halt nicht mal so schnell heilen, wie die uns wegklatscht. Oh, keine Chance, ey. Ohne Scheiß. Wir müssen auf jeden Fall, glaube ich, mehr Schaden machen. Dieses Abschießen, das hat sie nur am Anfang gemacht. Wenn sie dann einmal... Ich glaube, wir haben sie am Anfang mit dem Jagdgewehr mehr gedamaged. Deswegen ging es da schneller zur Phase 2. Dunkel. Ich kann nichts sehen, verdammt. Sag Odin, warte mal, wir müssen das auf jeden Fall mal auf Shortcuts machen. Hubala, wie war das? Sie können sich selbst bei ihm entschuldigen. Das ist 3, das packen wir mal auf. Ich hole sie hier raus. Wir packen mal die beiden auf 3. Die packen wir mal hier hin. Und das hier können wir vielleicht mal dazu packen. Dann haben wir auf 3 die Heilsachen, auf 1 die guten Waffen. Warte mal, wir legen mal das auch auf 1. Dann haben wir auf 1 die guten Waffen, auf 2 ist die so naja Waffe, 3 ist Heilung und 4 ist... Gut, das brauchen wir nicht. 4 ist was zum Werfen, Fackeln und dieses Gas-Dingsbums. Ach so, ja, das wollte ich benutzen. Okay. Dann in ein neues. Fangen wir mal mit der Schotti an vielleicht. Das Ausweichen mit diesen Fickkugeln ist echt kacke. So, Mutti, wo bist du? Sag mir, wo du bist. Eine dunkle drückte sie mich. Wieso explodiert sie nicht? Was soll denn das? Meine Fresse. Bitchy. Warte mal, 4 war, 3 war Heilung. Ja, wow. Dann heile ich bitte von vorne, weil das so cool ist. Okay,
Wieso haben wir denn jetzt nicht nachgeladen? Keine Muni mehr. Okay, dann nehmen wir die andere. Waren sehr viele daneben. Ist sie tot? Oh, Gott sei Dank. Ein verliebtes Mädchen. Hui, hui, hui. Das mit dem Heilen zwischendurch ist Kacke. Oh, Mann. Schon wieder. Die FBI beherrscht. Saga Anderson. Ich nähere mich. Ich spüre es. Das ist, glaube ich, jetzt alt, ne? Dank Ihnen werde ich bald fliehen können. Wake? Wo sind Sie? Kommt das aus dem dunklen Ort, als Sie noch gefangen waren? Ich habe den Klicker. Wir können das beenden. Ist sie vom Klicker? Sie können helfen. Sie müssen ihn finden. Ich habe ihn bereits. Ich kann ihn zu Ihnen bringen. Aber ich muss etwas wissen. Haben Sie Logan in die Geschichte geschrieben? Er ist in Gefahr. Ich muss zurück zu meinem Programm. Ich schreibe eine Geschichte um die Welt. Anders geht es nicht. Dann ändern Sie die Geschichte. Wenn das die Vergangenheit ist, wenn Sie noch am dunklen Ort sind, dann können Sie das doch, oder? Sie können sie nicht hineinschreiben. Sie ist meine Tochter, verdammt nochmal. Logan ist in der Geschichte. Ich konnte ihn nicht daran hindern. Ich habe den Klicker. Ich werde ihn dazu zwingen. Er hatte nicht das Recht, Logan das anzutun. Meiner Familie. Ist das Tor? Tor. Verdammt. Alles okay? Hast dir ganz schön Zeit gelassen, deinen Opa zu retten. Wer ist der Opa? Gute Einstellung. Liegt das in der Familie? Du hast recht. Tut mir leid. Danke, dass du einem alten Bastard wie mir hilfst. Das ist mein Job. Also, ich habe da ein paar Fragen. Natürlich hast du das, meine Kleine. Und ich habe Antworten. Okay. Hei, hei, hei. Die Old Guard 6. Ist das das Lied, was wir in dem Dings gehört haben? Jukebox? Raging like a storm with thunder and lightning and the hubris I was born. Blood, heart and vain, I risk to take it all. Blind to your pain, your wounds, my downfall. You can't relight my fire. Soll das die Liebeserklärung sein? War das so? Sagas Gesicht zwischendrin. Ja, das ist auf jeden Fall das Lied. Mir ist echt warm. Das war echt stressig mit der alten. Wobei die Anfangskämpfe gefühlt schwerer waren. Mit der Shotgun können wir scheinbar schon relativ viel Schaden machen. So dass man einen Teil, glaube ich, von dem Bossfight jetzt besser hinbekommen hat. Also Ähm,
Ich denke, diese normalen Kämpfe mit den Einzelnen oder wenn es halt auch mal zwei, drei von den Kleinen sind, sollten wir überwiegend mit der Pistole machen. Das sei denn, wir haben schon viel Muni für die Shotgun. Sonst würde ich, glaube ich, die Shotgun-Muni lieber aufheben wollen, so ein bisschen für die Bosskämpfe. Sei denn, wir sterben halt mal, wenn wir es mit der Pistole irgendwie nicht hinkriegen mit mehreren Gegnern. Also die Songs sind auf jeden Fall alle richtig cool. Wobei ich den ersten oder zweiten, glaube ich, den wir gehört haben, den fand ich richtig gut. Den habe ich sogar bei Spotify in meiner Liste. Weil ich den gerne mag. Okay, aber ich glaube, wir machen hier mal weiter. Es ist so ein bisschen schade, den Song zu unterbrechen, aber... Wir müssen reden. Ja, müssen wir. Es gibt viel zu besprechen. Aber nicht hier. Die Nacht belauscht uns. Es wird gerade Tag, oder? Unterhalten wir uns in deinem Kopf. Du hast doch noch Platz dort, oder? Woher wissen Sie das? Ich bin dein Großvater. Ich weiß doch alles, oder? Okay. Dann also im Profiling-Tab. Du weißt von meinem Gedankenraum? Wie ist das möglich? Wir alle haben die Macht. Finde die Wahrheit. Und ob ich die habe. Du weißt, dass du eine Seherin bist. Du kannst Gedanken lesen, die Wahrheit sehen, Lügen durchschauen. Und diese Horrorgeschichte. Wir Andersons sind nicht daran gebunden. Du kannst sie bekämpfen. Schreibe deine eigene Geschichte. Das wäre cool. Bestimmt. Ich bin eine Seherin. Ich habe Macht. Mein Gedankenraum ist mehr, als ich dachte. Das ist nicht meine Intuition. Ich sehe ihre Gedanken. Erinnere ich mich deshalb als Einziger an die Wahrheit über Logan? Du sagtest, du seist mein Großvater. Wenn das stimmt, warum wusste ich nichts davon? Du warst schon vor dieser Horrorgeschichte Teil dieser verkorksten Familie. Ich war ein miserabler Vater für Freya. Das hat deine Mutter nicht verdient. Kein bisschen. Es wurde alles gesagt. Es vergeht kein Tag, an dem ich das nicht bereue. Aber dein Vater hat es nicht einfacher gemacht. Ich weiß, Freya ist tot. Deshalb möchte ich mich entschuldigen. Es tut mir leid, Saga. Ich sehe, dass es ihm leid tut. Mama sagte, sie wollte nichts mit Opa zu tun haben. Und dass mein Vater gestorben wäre, als ich noch sehr klein war. Alles passt. Thor und Odin gehören zu meiner Familie. Du sagtest, du wärst Mama ein mieser Vater gewesen. Ging sie deshalb? Freya hat nie zurückgeblickt. Sie war stark. Freya wusste schon immer, dass unsere Mächte gefährlich waren. Odin und ich hätten lieber die Finger davon gelassen. Deine Mutter hatte Verstand. Sie hat dich gut erzogen, auf dich aufgepasst. Es wundert mich nicht, dass sie dir nicht davon erzählt hat. Sie hat mich immer beschützt. Als ich Mama von meinem Gedankenraum erzählte, nannte sie ihn eine Erfindung. Ich wünschte, sie wäre ehrlicher gewesen. Tja. Zumindest am Ende. Mama sprach nie über meinen Vater. Kanntest du ihn? Manche Dinge sollte man ruhen lassen. Klingt nicht so vielversprechend. Dein Vater war ein komplizierter Bastard. Er dachte immer zu weit voraus. So funktionieren wir nicht. Dann gab es Probleme und er verschwand. Ich kam damit nicht zurecht. Und Freya wollte nichts mehr mit mir zu tun haben. Kein Wunder. Ich kannte Papa nicht oder Mamas Familie. So viele kaputte Beziehungen in meiner Vergangenheit. Ich werde die mit Logan und David retten.
Ich werde sie retten. Das wäre toll. Ich habe den Klicker. Kann ich damit meine Tochter retten? Ein Verstärker. Dreh die Gitarre auf und lass das Schlagzeug krachen. Zerfetzt die Realität. Der Lichtschalter allein genügt nicht. Wir haben es mit Toms Geschichte zu tun, also muss auch er sie umschreiben. Dann muss er nur noch diesen Schalter umlegen und das war's, Baby. Ich kann den Klicker nicht ohne Wake benutzen. Tom. Aber wieso sagen die alle Tom? Bedeutet Wake. Thomas Zane? Er muss erst die Geschichte umschreiben. Ohne ihn kann ich den Horror nicht aufhalten. Okay. Cynthia und Thor. Cynthia tut alles, all dies für Tom. Eine weitere Maske des Dunkels. Das Dunkel hat Cynthia erwischt und sie benutzt, um Thor von mir fernzuhalten. Das hatten wir, glaube ich, schon gefunden, ne? Fall abgeschlossen. Wake hat Logan in die Geschichte geschrieben. Er hätte sie nicht so benutzen sollen. Er kann es immer noch ändern. Ich werde ihm keine Wahl lassen. Ich habe meinen Großvater Thor Anderson vor dem Dunkel gerettet. Wake hat nämlich Logan in diese Geschichte eingebaut. Sie ist seinetwegen in Gefahr, in Scratchs Nähe. Wake muss ein Ende schreiben, das sie rettet. Der Übergang. Thor ist hier, im Übergang. Ich muss ihn finden und verschwinden. Ach so, das war noch alt, ne? Wollte ich gerade sagen, aber das haben wir doch. So, was haben wir hier? Thor und mein Vater hatten Probleme. Okay. Ist mein Vater wegen Thor gegangen? Klingt jedenfalls danach. Mama dachte, Thors Kräfte sind gefährlich. Sie wollte mich nicht in ihrer Nähe haben. Mama nannte den Gedankenraum eine Illusion. Sie wollte nicht, dass ich von den Anderson-Kräften erfahre. Alle Andersons verfügen über Macht. Mutter erzählte mir nie davon, dass sie sie für gefährlich hielt. Sie wollte, dass ich ein normales Leben führe. Sie können hier mit mir kommunizieren, weil sie etwas Ähnliches haben. Weil wir eine Familie sind. Thor und Odin wissen, worum es sich bei dem Gedankenraum wirklich handelt. Hä? Warum geht das nicht? Haben wir noch irgendeinen anderen, wo das hin kann? Verbindung zu Thor und Odin. Okay, da noch hin. Verstehe. Fehlt uns aber immer noch eins. Sie wissen mehr über den Gedankenraum als ich. Sie kennen mich. Der Gedankenraum hat nichts mit Gedankentechnik zu tun. Damit kann ich in die Köpfe anderer blicken, die Wahrheit sehen. Thor und Odin können in meinem Gedankenraum dank ihrer Kräfte mit mir sprechen. Wie? Er redet über mich, als würde ich Gedanken lesen. Ich bin eine Seherin, ich kann in die Köpfe der Menschen sehen. Thor und Odin kennen den Gedankenraum, sie haben auch Kräfte. Unsere Familie ist nicht an Wakes Geschichte gebunden. Die Andersons können die Horrorgeschichte durchschauen. Okay. Thor und Odin sind meine Verwandten. Die Beweise passen zur Wahrheit. Das ist eine ganze Menge zu verkraften. Angus Remorse erwähnt den Mann, den ich vertrieben habe. So wie Thor sich verhielt, bin ich überrascht, dass Mama so lang blieb. Thor, kein guter Vater. Aber es tut ihm wirklich leid. Hat Kräfte riskant eingesetzt. Meinen Vater zu vertreiben, war Mutters letzter Ausweg. Okay. Geschichte. Da haben wir aber noch eine ganze Menge. Da Wake die Geschichte geschrieben hat, kann nur er sie bearbeiten. Warte mal. Wie verändere ich die Geschichte? Wie verändert die Geschichte die Realität? Ich kann nicht lesen. Wie hineingelangen? Warte mal. Wohin gehört das? Der Klicker? Wie die Geschichte aufhalten? Da gehört's hin. Wake ist derjenige, der das Ende umschreiben muss. Und ich muss ihn im Auge behalten. Ich brauche Wakes Hilfe, um das wieder in Ordnung zu bringen. Allein schaffe ich das nicht. Nur Wake kann die Geschichte bearbeiten. Keine Zeit mehr. Brauche den Klicker, ansonsten werden die Änderungen nicht übernommen. Den haben wir ja. Der Klicker dient als Verstärker. Wake schreibt also eine Geschichte. Der dunkle Ort sorgt dafür, dass sie die Realität verändert und der Klicker verstärkt diese Veränderung und macht sie dauerhaft. Ergibt das Sinn? Ein bisschen. Die Anderson-Familie ist aufgrund einer
erblichen Macht immun gegen die Effekte der Geschichte. Die Geschichte wirkt sich auf mich nicht so aus wie auf andere. Das liegt an mir. An meiner Familie. Die Horrorgeschichte kann meine Erinnerungen nicht verändern, aber die Ereignisse berühren mich immer noch. Also die anderen denken dann, dass es anders ist, weil sie eben sozusagen durch diese Geschichte beeinflusst sind. Aber wir wissen, dass es nicht so ist. Also die Leute denken halt, weil es in der Geschichte steht, dass Logan tot ist, dass sie tot ist. Aber wir wissen, dass sie noch lebt, weil wir nichts mit der Geschichte oder weil wir das nicht glauben aus der Geschichte. Der Bereich um den Übergang ist ständig überflutet. Macht Sinn. Sorgt der Übergang für die Überflutung? Thors und Odins Lied erlaubte mir, den dunklen Ort zu betreten. Übergänge können nur mit Kunst betreten werden. Weil sich der dunkle Ort auf Kunst konzentriert? Ist schon weird, ja. Ein Lied über die Reue, ein Festwagen über Mord, ein Gedicht über den Schrecken. Ich erkenne ein Muster. Alle künstlerischen Werke sind mit dunklen Ereignissen verbunden. Später, 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 später. Okay. Ja, Radio, da gibt es jetzt eine ganze Menge neue Lieder. Okay. Danke, dass Sie mir das gesagt haben, Thor. Ich muss Wake finden, um dem ein Ende zu setzen. The Old Gods of Asgard sind bereit zu helfen. Sind sie das? Ich und mein Bruder bringen die Bude zum Rocken. Denk daran, deine Tochter ist am Leben. Nur diese Horrorgeschichte hält sie von dir fern. Genau das wollte ich hören. Okay, danke, aber Opa. Sein Bruder, also ihr Großonkel oder mach so? Mach dir um mich keine Sorgen. Liegt immer noch im Bett, oder? Und ist ich schleppe meinen jämmerlichen Arsch zu Odin. Ein paar Gläschen von Andersons feinstem Stoff und schon geht es uns wieder gut. Na dann. Bis bald, Saga. Das FBC hält Wake im Sheriffbüro fest. Ich muss Agent Estevez überzeugen. Sie haben Wake und ich habe den Klicker. Wir müssen zusammenarbeiten, um das zu stoppen. Station von Bright Falls. Casey. Hören Sie mich, Casey. Verdammt. Wo sind Sie, Casey? Ich hoffe, es geht ihm gut. Das hoffe ich auch. Mach mal Konzentration, Saga. Tor auf. Geht zum Büro, zu Wake. Oh, falsche Richtung. Okay. So, haben wir hier noch irgendwie? Das ist noch Bolzenschneider in die andere Richtung. Da müssen wir noch lang. Wake ist ja gar nicht mehr im Büro. Also jedenfalls haben wir eigentlich mit Wake schon weitergespielt. Oh. Was war das? War das vorher schon wichtig eigentlich? Cynthias Lampe. Als Cynthia Weaver beim Frühstück war, schlich Rose sich in ihr Zimmer. Bei all den Lampen dort brauchte sie eine Weile, um die mit dem Engel zu finden. Zum Glück war der Traum, den Ellen ihr geschickt hatte, sehr klar gewesen. Rose war sich sicher, dass Cynthia die Lampe nicht vermissen würde. Sie hatte so viele. Heute Abend aber würde Rose die Lampe in einem Schuhkarton im Gartenteich versenken. Genau das wollte Alan. So konnte sie ihm helfen. Der Gedanke daran ließ sie vor Freude erzittern. Cynthia wusste sofort, dass die Lampe fehlte, als sie in ihr Zimmer zurückkam. Sie war von Trauer überwältigt. Es war Toms Lampe gewesen. Eines der wenigen Dinge, die sie an ihn erinnerte. Sie hatte schon lange nicht mehr funktioniert, da das Kabel durchtrennt wurde und der Lichtschalter nicht mehr vorhanden war. Aber es gibt noch andere Arten von Licht als die, die wir sehen können. Das unsichtbare Licht der Engelslampe hatte Cynthia all die Jahre zusammengehalten. Mit Tränen in den Augen bemerkte sie nicht, wie sich die Schatten in den Ecken ihres Zimmers bewegten. Ja, also sie ist halt volle Kanne verknallt in den Tom, der eigentlich Alan ist.